Herzlich willkommen zur 20. Folge hier bei Victoria 3. Ich bin der Palzi, wir sind Schweden. Wir haben zuletzt die Grundbesitzerwahlen durchgezogen, also als Gesetz durchgebracht. Die nächste Wahl wird am 24. August diesen Jahres sein, also in einem halben Jahr. Und da müssen wir mal gucken, wie sich bis dahin dann das Ganze entwickelt. Es gab wieder mal einen kleinen Patch. Unsere Legitimität ist eigentlich für ein Popo jetzt. Denn die Parteien, die drin sind, haben nicht besonders viel, entwickeln nicht besonders viel politischen Druck. Aber ich will jetzt vor der Wahl die Regierungszusammenstellung auf keinen Fall mehr ändern. Dann haben wir hier drei Probleme. Schwedisch-Südkamerun ist in Aufruhr, hat keinen Marktzugriff und ist isoliert. Und das müssen wir ändern, denn dieses kleine Zipfelchen hier ist bereits existent. Das hier ist das Wachstum, in 44 Tagen wird es da soweit sein. Aber wir müssen hier dringend was tun, und das tun wir, indem wir hier definitiv einen Hafen, und zwar einen Frachthafen bauen. Ich hatte mich ja auch irgendwann gefragt, warum auf Gotland der Hafen keine 200 Konvois zur Verfügung stellt, sondern nur 10. Und das liegt halt auch daran, dass das kein Frachthafen ist. Wenn wir das umstellen würden, dann würde sich das auch ändern. Die Frage ist, haben wir hier, das sind 4000 Leute. Und die Antwort ist, ...2300 in Subsidenzhöfen. Also nein. Macht man das trotzdem? Wäre die alternative Frage. Ich lasse es jetzt erstmal. Ja, ansonsten warten wir darauf, dass A, die Kolonie weiter wächst, und B, wir die ersten Wahlen in Schweden bekommen, um dann die weiteren Schritte anzugehen. Hier gibt es auch einiges an radikalen Pops, aber wir lassen jetzt einfach mal laufen. Neue Parteien wurden gegründet. Landvolkpartei, alte Landvolkpartei, radikale Partei. Wer gehört da wie dazu? Das klappen wir mal ein. Die Intellektuellen gehören zur radikalen Partei. Da möchten die Kleinbürger mit zu. Das lässt sich mit Sicherheit arrangieren. Die Industriellen sind in der alten Landvolkpartei. Die zwei scheinen noch zu keiner Partei zu gehören, wenn ich das richtig deute. Aber wie gesagt, Wahl warten wir ab. Jetzt gucken wir uns erstmal hier an. Das müsste ja jetzt hier gleich wachsen. Ach, wir wollten hier auch noch einen Hafen bauen. Den haben wir in Auftrag gegeben, aber den würde ich auch gerne ein bisschen nach oben pushen. So, jetzt geht's da weiter. Die kolonisieren hier jetzt wirklich Stück für Stück. Von Duala. Ah,
Backpulver ist frei, das war aber nicht unsere Forschung. Und dadurch, dass wir Chinin erforscht haben, geht das jetzt halt auch halbwegs flott. Da ist mir übrigens auch was aufgefallen. Es gibt noch einen Unterschied zwischen Malaria und schwerer Malaria. Hier ist zum Beispiel schwere Malaria. Und für schwere Malaria braucht man eine andere Tech noch. Und zwar, was war denn das? Chinin haben wir freigeschaltet. Ah, die Malaria-Vorsorge hier unten. Aber da sind wir noch ewig von entfernt. Das waren die Motorenwerke, die gerade durchmarschiert sind. Die stellen jetzt ein. Da ist ein Event, Kampagnenfinanzierung. Die Parteien, insbesondere eine ganz bestimmte, nämlich die Landvolkpartei. Also die Grundbesitzer haben in dieser Wahlperiode Mühe, ausreichend Mittel für ihre Kampagnen zu sammeln. Sehen wir einmal nach, was ihre Leute verlangen. Gebühren, ja, das war ja zu erwarten. Doch was sind denn das für Reisekosten? In so einem edlen Hotelzimmer könnte ein halbes Dorf schlafen. Und Wein? Wer war denn da voll wie eine Strandhaubitze? Stimmen sind nicht billig, mein Herr. Sie wollen doch gewinnen, oder? Wir könnten Regierungsausgaben dafür abzweigen. Wir könnten noch mehr abzweigen und alle Parteien finanzieren. Oder wir verringern das Momentum für die Landvolkpartei. Bei der Wahl läuft das halt so. Hier kann man sich die Vorschau anzeigen. Jede Partei hat halt zusätzlich zu ihrem Einfluss irgendwie auch noch ein Momentum. Und wenn man hier guckt, minus 5, minus 18, minus 14, das heißt, die haben eh genug Momentum und die Landvolkpartei wollen wir ja eigentlich eh raus haben. Von daher nehmen wir das in Kauf. Da kriegt sie vielleicht auch weniger Stimmen und wir können dann vielleicht etwas mehr bewirken. Also minus 10 Momentum für die. So, wir sind jetzt am Hafen dran, wenn ich die Pause mal wieder rausnehme. 12 Wochen, dann müssten sich hier auch ein paar Probleme reduzieren. Wieso haben wir ein Bataillon in Reserve? Ach, in Südkamerun haben wir jetzt auch ein Bataillon. Haben wir hier tatsächlich sowas wie eine Kaserne? Nee, aber ein Einberufungszentrum. Okay. So, Kolonie wird jetzt weiter wachsen. Ja, und das geht schon ganz ordentlich jetzt eigentlich voran. So, dann die... Waren wir zuletzt bei den Motorenwerken, die jetzt Verluste schreiben. Kurzen Blick auf den Markt. Die Motorenwerke produzieren. Müssen jetzt noch irgendwie Bedarf generieren. Die Eisenbahn hier. Erstmal hier Infrastruktur und so weiter ist vorhanden, aber es ist kaum Bedarf. Ich
Hier haben wir umgestellt auf Eisenbahntransport. Das könnten wir im Holzfällerlager auch machen, in den Bleiminen auch. Bringt uns halt Arbeitslose ein. Machen wir aber. Bleimine ist eh nicht so groß. Das ist ja eh nur eine Einser. Fischereilager geht das nicht. So, wie ist denn das hier mit der Eisenbahn? Wird auch subventioniert. Auch hier können wir das gleiche machen. Eisenminen stellen wir mal um auf Eisenbahntransport. Und hier das Ganze in den Kohleminen auch. Aber die Kohleminen reichen anscheinend nicht aus, um genügend Bedarf zu erzeugen. Hier ist es okay. So, wir haben gewählt. Gucken wir uns gleich an. Ich möchte jetzt hier nur noch mal die Kontrolle der Eisenbahnen zu Ende bringen. So, die Wahlen. Ersten Wahlen in Schweden. Wie ist die Wahl ausgegangen? Die Landvolkpartei hat 54%. Die alte Landvolkpartei 29 und die Radikalen 15,9. So, dann müssen wir wohl die Regierung reformieren. Wir müssten die Kleinbürger mit reinnehmen, weil die der radikalen Partei beitreten wollen. Die rauszuschmeißen würde halt bedeuten, Legitimität massiv zu reduzieren. Intellektuelle und Kleinbürger wären wir bei 60%. Wenn wir dann die Industriellen mit reinnehmen würden, dann ist das für meinen Begriff einfach zu wenig Legitimität. So würde das gehen. Ja, wir haben eine hohe Legitimität dann, 66%. Und ich denke, das machen wir auch. Halt, was für Gesetze könnten wir dann durchbringen? Das sollten wir uns noch ansehen. Grundsteuern wäre ein Rückschritt. Zensuswahl sieht gut aus. Klassenwahl noch besser. Das sind Industrielle und Intellektuelle. Achso, das ist, wenn wir sie reinnehmen würden. Die tatsächliche Chance steht natürlich hier unten auf dem Button, ne? 21%, weil wir letztendlich nur die Intellektuellen drin hätten. Das gleiche hier. Allgemeines Wahlrecht ist echt noch zu früh, damit würden wir viel zu viel Radikale produzieren. Multikulti sind die Kleinbürger gegen und die wollen wir in die Regierung holen. Staat und Kirche, völlige Trennung, das könnten wir durchdrücken. Die Berufspolizei könnten wir durchbringen. Und ich denke, das sieht eigentlich damit so gut aus, dass ich bereit bin, mit dieser Regierung erstmal zu operieren. So, jetzt haben die sich auch zusammengeschlossen zur radikalen Partei. Und dann können wir tatsächlich auch ein erstes Gesetz angehen. Kleinen Moment,
Ich muss gerade mal, weil ich ja wieder professionell vorbereitet bin, die Uhr anschmeißen. Wir sind knapp 15 Minuten dabei. So, Gesetz. Gewählte Verwaltung wäre ein Rückschritt. Militärpolizei auch nicht. Das ist auch ein Rückschritt. Hör mal auf zu hupen da draußen. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber irgendjemand hupt da draußen auf der Straße. Verbrauchssteuern im Gegensatz zu Kopfsteuern ist halt, ja, ein Witz. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Auch Grundsteuern, Leibeigenschaft, Vormundschaft. Nur ich suche jetzt nach Gesetzen, wo wir eine relativ gute Chance haben, also wenigstens 20% oder rote Balken, aber also die Opposition nicht so extrem ist. Völlige Trennung von Staat und Kirche zum Beispiel wäre durchaus realisierbar, denn die Opposition ist nur 3,6. Zensuswahl haben wir 10,7, aber auch ein und ach ne, Zensuswahl wollen wir. Ja, Zensuswahl wäre auch ein Fortschritt. Allgemeines Wahlrecht bekommen wir auf keinen Fall durch. Berufspolizei könnten wir durchbekommen. Also Berufspolizei, Änderung des Wahlrechts und das dritte war die Trennung von Staat und Kirche. Das sind nur 21%, die anderen beiden hier wären 31. Wir haben aktuell örtliche Polizeidienststellen. Was den Grundbesitzern mehr politische Stärke bringt. Das würde hier wegfallen. Das wäre also völlig in Ordnung. Dann das Wahlrecht. Wenn wir hier zum Zensuswahlrecht übergehen, dann verlieren wir 100 Autorität. Legitimität war. Bleibt gleich. Die politische Stärke durch Aristokraten, Kapitalisten, Kleriker und Offiziersstimmen würde wegfallen. Das wäre definitiv ein Fortschritt. Wir haben 31% bei nur 10% Opposition. Und das dritte war die Trennung von Staat und Kirche. Und das ist hier. Da hätten wir 21%. Aber die politische Stärke der Kirche würde sinken. Allgemeines Wahlrecht wäre mir noch viel lieber. Aber bei der Opposition ist das nicht realisierbar. Von daher versuchen wir es jetzt mit dem Zensuswahlrecht. Das da ist okay. Wir müssten dann auch mal gucken, was wir hier bauen wollen. Achso, hier wollten wir auf jeden Fall Färbemittelplantagen haben. Das können wir auch schon mal in Auftrag geben. Und ich würde sagen, das reihe ich auch höher ein. Ups, nee. Einen höher ein als die Tuchfabriken selber. So, da müsste der Hafen jetzt gleich fertig sein. Und sollte dann einstellen.
was wiederum auch unsere Konvois erhöht. Postersparnisse. Okay. Triage. Konvois haben wir jetzt insgesamt frei. Ja, es kommt langsam, würde ich sagen. So, was haben wir jetzt noch für ein Bataillon in Reserve hier unten? Da müssten wir halt einen Befehlshaber ernennen und zuweisen. Möchte ich nicht, ist mir jetzt erstmal egal. Weitere Interessen. Kann es sein, dass wir hier jetzt ein automatisches Interesse haben im Kongo? Weil wir da aktuell 2 von 2. Ich lasse das Interesse im Kongo. Ich bin mir da unsicher, nicht, dass da irgendwas schief läuft. So, die Frage ist, gönnt man sich jetzt hier gleich eine zweite Kolonie? Kann ich Achso, jetzt müssen wir das Interesse erst abwarten. Okay. Ich wollte gerade sagen, gönnt man sich eine zweite Kolonie hier? Ja, dann warten wir, bis das mit dem Interesse wieder da ist. Ein Dampfkessel. Eine Fabrik in Svealand wurde von einer gewaltigen Kesselexplosion erschüttert. Dutzende wurden getötet oder verletzt. Die Geschichte dieser Tragödie ist rasch zu einem nationalen Ereignis geworden. Der kochend heiße Dampf fauchte aus dem geplatzten Kessel und den Leuten in der Fabrik ins Gesicht. Wenn die Explosion oder umherfliegende Trümmer sie nicht erwischten, so tat es der Dampf auf jeden Fall. So, jetzt stehen wir wieder vor der Entscheidung, irgendeine Interessengruppe vor den Kopf zu stoßen oder auch nicht. Also, solche Preise, Ereignisse sind der Preis für den Fortschritt. Unterschicht. Pops werden radikal, industrielle erhalten Zustimmung. Muss nicht sein. Hier würden Oberschicht-Pops radikalisiert werden und 15 politische Stärke für die Gewerkschaften. Oder wir radikalisieren Mittelschicht-Pops in Svealand und die Landbewohner erhalten Unterstützung. Das möchte ich nicht, das Letzte. Das möchte ich auch nicht. Unterschicht-Pops wollen wir gar gerade glücklich machen, also nehmen wir die goldene Mitte. Die Gewerkschaften könnten dadurch an Einfluss gewinnen, aber wäre ja okay, wenn sie nicht mehr in der Opposition, also nicht mehr randständig wären. Holland möchte einen Handelsvertrag, die Niederlande. Ihr kauft sowieso ein wie die Weltmeister auf unserem Markt. Das habe ich noch im Koppe. Eisen? Was war denn das? Holz. Nee, nee, nee. Da bezahlt mal ruhig eure Steuern. Was kauft ihr sonst noch? Importieren Tee, das ist schön.
Wir importieren Färbemittel von Ihnen. Die Österreicher kaufen unseren Sand, unsere Motoren weg. Nee, möchte ich nicht. Kein Handelsvertrag für die Niederlande. Oh, jetzt habe ich das Embargo weggeklickt. Aber wir werden nicht von irgendjemandem mit einem Embargo belegt. Okay. Das heißt, das hat uns nicht betroffen. Hochspannungen zwischen Schweden, Fang und Duala. Okay. Denen gefällt anscheinend nicht, dass wir uns hier etwas ausbreiten. Vielleicht sollten wir mal einen Blick auf unser Militär werfen. Und da langsam mal umstellen. Die stehen auf mobile Artillerie. Für die Umstellung von Wundversorgung auf Erste Hilfe bräuchten wir Opium. Opium haben wir nicht. Von daher können wir das nicht machen. Weiß auch nicht, ob ich das unbedingt importieren möchte. Könnten auf Plänkler-Infanterie umstellen, was offensive defensiv deutlich erhöhen würde. Bräuchten dann aber neben den Handfeuerwaffen auch Munition. Brauchen wir die nicht eh schon? Bräuchten dann noch mehr. Wofür benötigen wir denn Munition, bitteschön? Aktuell gar nicht. Aber wir importen. Das war doch unsere Importroute, habe ich mich da so verguckt. Das hier war Sprengstoffe. Ne, es ist nicht unsere. Preußen exportiert das in unsere Richtung. Na, wenn dem so ist. Wir haben hier Kasernen. Da Kasernen und da. Dann stellen wir die drei doch mal um. So, und dann war doch aber hier unten auch noch irgendwas. Südkamerun. Wieso haben wir da? Da ist das Einberufungszentrum. Ein Bataillon. Einberufungszentren auf sich hat, haben wir die in anderen Regionen auch? Nein.
man die automatisch, wenn man eine Kolonie gründet? Scheint so, ne? Stellen wir das auch noch um und müssen uns dann natürlich auch langsam mal anfangen, um Kriegswirtschaft zu kümmern. Ja. Das, liebe Volt-Leute, machen wir dann beim nächsten Mal. Was ist hier? Warenzufuhrknappheit, auf was denn? Auf Munition. Ja, dann vielleicht doch extra noch eine Importroute. Vom französischen Markt. Und da war ja anscheinend ausreichend Transporter wieder verfügen, holen wir auch noch von den Preußen was. Jutti, liebe Leute, aber das wär's für diese Folge. Ja, wie geht's weiter? Prinzipiell möchte ich mit Schweden eigentlich schon weiterspielen, aber ganz ehrlich, die Leute, die sich das ansehen, das ist ja echt nur eine Handvoll. Ich weiß ehrlich nicht, wie es weitergehen soll. Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Wenn ich weiterspiele, heißt das, das kann ich auch auf dem Kanal bringen, aber das scheint ja doch eher für Liebhaber zu sein. Ich meine, ich konkurriere auch mit branchendominanten Leuten wie Steinwallen, Writing Bull und so weiter. Aber ja, nichtsdestotrotz, ich möchte es spielen und wenn ich den Kanal nicht einstampfen möchte oder nicht zumindest pausieren möchte, muss ich das hier bringen. Von daher hoffe ich halt auch, dass es euch weiter gefällt, ihr mir weiter treu bleibt. Und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like und gegebenenfalls ein Abo dalassen würdet. Bis bald, euer Palzi.